Sekten, ja, da gibt es wirklich viele. Aber was ist mit den Urinsekten? Na klar, ist natürlich völliger Blödsinn. Die Auflösung direkt nach dem Intro. Also dranbleiben. Richtig sind natürlich die Urinsekten. Seid ehrlich, ihr habt auch Urinsekten gelesen, oder? Testet euch doch einfach mal. Hier noch ein Beispiel. Na, da lesen wir doch auf den ersten Blick Baumentaster. Ja, was ist das? Ist natürlich genauso ein Blödsinn, denn es ist ganz einfach der Baumentaster. Oder wie sieht's hiermit aus? Da hätten wir im Angebot die schönen Hoffensternchen. Kennt ihr nicht? Ich auch nicht. Es sind nämlich die Hoffensternchen. Oder was liest ihr hier? Das könnte irgendwas mit Minister sein. Oder aber ganz einfach die Mini-Stereoanlage. Und noch so ein Klassiker, den haben wir hier. Was bitteschön ist eine Rotzeder? Habe ich mich tatsächlich auch gefragt. Ich musste googeln, um ehrlich zu sein. Es ist eine Rotzeder. Und wo wir schon bei den Vögelchen sind, wie wär's denn mit einem Zwergelstern? Kennt ihr auch nicht? Nö, ich auch nicht. Es sind die Zwergelstern. So, nun hatten wir aber genügend Tiere. Machen wir mal mit etwas anderem weiter. Na, auf den ersten Blick eine Armee? Eine Altbaucharmee? Was ist eine Altbaucharmee? Eine etwas dickere Armee aus dem Krieg mit alten Männern und dicken Bäuchen? Nee, natürlich nicht. Es kommt tatsächlich aus dem Immobilienbereich. Glaubt ihr nicht? Ist aber so, es ist der alte Bauscharme. Ja, das war tatsächlich auch etwas schwieriger. Ein bisschen leichter wird's hier. Da hatte ich auf dem ersten Blick sofort den Brathering. Falls ihr aber was anderes gelesen habt, lasst es mich gerne wissen. Einen haben wir noch. Schaut euch mal das hier an. Na, was lest ihr hier? Möglicherweise der Kreischohrverband? Na, was ist das denn? Ist natürlich Blödsinn. Es ist nämlich der musikalische Kreischorverband. Da soll nochmal jemand sagen, Deutsch ist eine leichte Sprache. Und wenn ihr noch was anderes Verrücktes gelesen habt von solchen komischen Wörtern, immer her damit, lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.